Aus dem Dunkel, Out of Darkness ist der Haupttitel. Also es ist eigentlich ein Erfolgsratgeber, aber ein Erfolgsratgeber anderer Art. Grundlegend ist die integrale Wissenschaft, die nicht Erfolg jetzt in eine Richtung getrimmt sieht, zum Beispiel der finanzielle Erfolg oder nur eine äußere Freiheit oder ja, es gibt ja Unmengen an Erfolgsratgebern und jeder, der sich einbildet, er wäre erfolgreich, der könnte einen eigenen Ratgeber schreiben. Bei mir geht es einmal mehr tiefenpsychologisch zu oder man könnte auch sagen ontologisch-existenzialistisch. Existenz ist eigentlich das, wenn man alles Subjektive bei den Menschen weggibt, was dann noch vom Menschen überbleibt. Ja, metaphysisch könnte man auch sagen. Dahingehend, Out of Darkness, aus dem Dunkel, beschreibt eine Geste und mehr ist es nicht, eine Haltung. Es ist die Eleganz. Die Eleganz, die als ein grundlegendes, man könnte schon sagen, ein strukturelles Muster in der Welt aufweist. Das heißt, dort, wo Eleganz fehlt, dort fehlt es an vielen, dort fehlt es an Lebendigkeit, an einer gesunden Einstellung dem Leben gegenüber. Die Eleganz enthält ja auch Respekt, ne? Zunächst einmal vor sich selbst. Ja. Also ich war da jetzt unlängst im Schwimmbad, da sind ja glaube ich schon 70% der Leute tätowiert, quer über die Stirn und da so herunter und komplett voll, dass nur noch der Nabel frei ist. Also das glaube ich da, das ist kein Selbstrespekt, das ist eher ein Behauptungszwang, ja? Das ist eine große Falle. Ne? Kulturelle Aneignung könnte man sagen, ja, sage ich nicht. Es kann ja jeder mit sich anstellen im Rahmen des Gesetzes, was er will. Ich möchte solchen zwanghaften Sachen nicht unterliegen. Es ist eben nicht elegant. Das erscheint mir anti-elegant. Ja. Es sind viele, die so Satansköpfe auf der Brust haben. Von einem habe ich ein Bild gemacht. Der sitzt da am Tisch, eben mit so einem richtigen Satanskopf, ne, eintätowiert. Und vor ihm stehen zwei Blumengestecke. Ganz süß, ja. Das ist ja lächerlich. Das ist halbstark. Diese ganze Coolness-Gesellschaft beschränkt sich selbst, das ist halbstark. Aber die Eleganz, das ist ein Türöffner für einen selbst, seine Liebe zu einem selbst, das hat was mit Zärtlichkeit zu tun, mit Achtsamkeit. Im Buddhismus ganz groß geschrieben, wahrscheinlich das erste Gesetz ist die Achtsamkeit. Hingabe, Respekt. Und so öffnet sich die Welt, so öffnet sich der Vorhang, ne, hinter dem dann das Szenario klar wird. Also man sieht nicht nur, man sitzt nicht nur im Publikum und sieht das Schauspiel, sondern wenn der Vorhang aufgeht, sieht man das Szenario dahinter. Ja, da sind wir beim Existenzialistischen, beim Tiefenpsychologischen, Metaphysischen, Ontologisch, beim Kafka-Code oder George-Crowe-Effekt, bei solchen Dingen. Da ist das tiefe, volle Leben zu Hause, da sind die großen Zusammenhänge zu finden, da findet man Sinn, da findet man Richtung, da findet man was, aber da so in der Welt der Tattoos generell, da findet man nichts, ne? Da findet man nur Konsumabhängigkeit. Score! Hey buddy, check it out. I already ate like 4 burgers, 3 fries. And 6 milkshakes. Cool. Ladies, beware. I don't feel so good. Yeah? Na, Nihilismus, also die Verneinung eines Sinns, einer Bestimmung. Man wird nie stimmig sein, wenn man seine Bestimmung nicht findet. Es ist eine rein äußerliche Sache, dieses Tattoo. Man spricht von Individualisation. Ne? Also mit seinem Tattoo macht man sich da, ist ein individueller Ausdruck. Ja. Aber wenn da die Mehrheit schon Tattoos hat, das ist ja keine Individualisation. An dem Tag habe ich ein einziges Mädel gesehen mit einem Buch in der Hand.
im Schwimmbad. Also das ist für mich Ausdruck der Individualisation. Also man darf da nicht zu sehr dem Zeitgeist folgen, sonst wird man, man könnte verrückt werden, aber bevor die Leute verrückt werden, legen sie alles beiseite, alles. Ja. Wie gesagt, da gibt es keinen Sinn, keinen Wert, keinen Respekt, da gibt es überhaupt nichts mehr, nur noch ein Ego. Gibt es keinen Umklick. Ja, was sucht eine Frau? Eine Frau sucht eine Sicherheit, die gibt es bei mir nicht. Ja. Aber Abenteuer, ja. Eine schnelle Nummer und weiter, und die kriegt es bei mir. Schaut einmal hinten an, Disneyland für Drehkurne und weiter. Ein falsches Ego, ein idealisiertes Bild von sich selbst, ja, ein hochtrabendes Selbstbild, das halt im Machtkampf bessere Karten einem bereitstellen soll. Ja. Ich lieb keinen so wie mich, tut mir leid, ich bin ein Egoist. Gib mir die Chance und ich nutze dich aus. Ja, diese Welt dreht sich immer um mich. Beiß dir die Zähne besser nicht an mir aus. Uns geht es ja nicht um den Machtkampf, uns geht es ja um das Streben nach dem Grow, ne, nach dem Wachstum. Unser eigenes Wachstum und wen wir heute inspirieren können und nicht uns da gegenseitig fertig zu machen. Also wir sind Demokraten und keine Orchlokraten heißt es. Ey, du Frass, du Elende! Was fällt dir denn eigentlich ein? Kannst du nicht aufpassen? Hast keine Gluren im Kopf? Sag du, kannst eine haben! Die Eleganz, der Habitus, also die Haltung, die eröffnet sehr viel. Also in dem Büchlein Out of Darkness, es sind wirklich nur 50 Seiten, kann man in einem Tag wunderbar lesen und eröffnet einem die Welt, aber so kristallklar, dass einem die Schuppen von den Augen fallen, ja, dass man dann erst wieder nichts sieht, weil das so ein großer Berg vor einem ist mit lauter Schuppen. Es ist auch das Geheimnis der Spiritualität, ne? Also dieser zärtliche, achtsame Zugang. Ja. Es sind viele Sachen. Ja. Die Eleganz provoziert Achtsamkeit. Ja, vielleicht nicht bei diesen Tattoo-Menschen, aber ich weiß nicht, wo einem die weiterhelfen sollen im Leben. Ja. Vielleicht bringen sie einem ins Tattoo-Studio. Also die Eleganz hat sehr viele Geheimnisse. Die öffnet Türen und Tore, von denen man nie dachte, dass sie für einen aufgehen. Es ist ein Ritual. Ne? Es ist ein Ritual, das sich dann, wenn man es übt, ja, wenn man sich daran hält, immer wieder daran erinnert, dann sich manifestiert. Also es sind da sehr viele interessante Dinge, auf die ich da gestoßen bin und ich in diesem Buch verzeichnet habe. Es ist zum Beispiel so, dass die Eleganz von innen rauskommt. Wenn ich die Eleganz in mir habe, dann kleide ich mich auch ein bisschen elegant. Ja? Auch der Rocker auf der Halle wie elegant oben sitzen. Ja. Also so ist es nicht. Es gibt verschiedene Stile der Eleganz. Da sollte jeder seinen eigenen finden. Ja. Auch diese Tattoo-Menschen sind großteils, in L.A. habe ich das beobachtet, ganz elegante Menschen. Weiß nicht, müssen sie das, ist das integralisiert vielleicht? Ne? Sitzen da voll tätowiert und benehmen sich, ja, weiß nicht, wie die Filmstars. Ja. Ganz gediegen und achtsam. Also es ist eine individuelle Sache, das mit der Eleganz können auch Tattoo-Menschen natürlich für sich adaptieren. Ja, also die Eleganz kommt von innen raus, ja, aber sie kommt auch von draußen rein. Das heißt, wenn ich mich bemühe und die Eleganz als ein Ritual sehe, wenn ich achtsam bin und immer achte, dass meine Bewegungen fließend sind, dass ich mir keine Gewalt antue, dass ich mich wohlfühle, dass ich diesen eleganten Habitus in mir verwirkliche, dann ist diese äußere Geste, manifestiert sie sich dann auch nach innen hin. Ja. Und auch der Geist elegantiert sich. Ja. Ich glaube, da gibt es noch kein Wort dafür. Ne? Wenn etwas elegant wird, die Gedanken, die fügen sich dann zueinander. Es sind sehr viele Sachen, sehr viele Türen öffnen sich.
einfach lesen, 50 Seiten, wirklich in einem Tag machbar. Aus dem Dunkel, Englisch Out of Darkness von George M. Groh bei Amazon Kindle.